Herzlich willkommen. Hier ist wieder Aquifel mit einem Review zu Live and Let Die, dem 8. Bond-Film. Ja, wie gesagt, wir hatten ja bei Diamantenfieber, sag ich mal, den Abklang, den Swansong, das Goodbye an den guten alten Sean Connery, der die Figur populär gemacht hat, dann in Filmform. Ja, Diamantenfieber war ja meiner Ansicht nach immer noch ganz unterhaltsam, aber einer der schwächeren Bond-Filme und auch der schwächste mit Connery. Ja, wir haben auch hier schon einen Sean Connery erlebt gehabt, der ein bisschen smoother war, ein bisschen lässiger. An sich auch der perfekte Übergang, was das angeht, zum neuen James Bond, Roger Moore. Ich hatte auch irgendwann mal gehört, dass man Connery eigentlich dann auch nicht mehr weiter wollte, unabhängig davon, ob er jetzt Lust hatte oder nicht, weil er langsam zu alt wurde. Und dann nimmt man einfach mal Roger Moore, der noch älter ist. Aber gut, darum soll es ja hier nicht gehen. Live and Let Die, ja. Mit ihm wurde die Moore-Ära eingeläutet. Wie gesagt, und damit auch ein etwas anderer James Bond. Wie gesagt, da komme ich aber später zu. Erstmal zu der Handlung. Ja, es wurden mehrere Agenten getötet, unter anderem in New York oder auch auf der fiktiven Karibikinsel San Monique. Und James Bond soll dem auf die Spur gehen. Da kriegt er ziemlich schnell mit, dass da ein Gangsterboss namens Mr. Big wohl was mit zu tun hat und dass der irgendwelche Verbindungen zu dem Inseldiplomaten Kananga hat. Ja, wie gesagt, Bond geht ihm weiter auf die Spur, lernt dabei einiges über das Verbrechersyndikat, auch über Kananga und was auf San Monique abgeht. Hat natürlich mit Drogenhandel zu tun. Das natürlich, ich komme dazu, warum ich das bewusst so formuliere. Wie gesagt, Bond deckt das alles nach und nach auf und bekämpft die dann natürlich das Verbrechersyndikat. An sich storytechnisch etwas unspektakulärer. Der Plan, Spoiler hier an der Stelle mal, den Markt so mit Heroin gratis zu überfluten, dass man viele neue Kunden hat und die natürlich dann auch an das eigene Produkt gebunden sind. Also geht es hier einfach mal schnöde um Geld und nicht um die Weltherrschaft. Mal ein bisschen was anderes. Kommen wir zu dem Bond-Film an sich. Wie gesagt, die Handlung denkbar simpel. Durchaus nachvollziehbar, aber gut. Wurde auch später häufiger mal also ähnlich Plots aufgegriffen mit Gratisproben und so. Machen Dealer ja auch mal ganz gerne, um die Kunden anzufixen. Aber gut. Wie gesagt, James Bond, Roger Moore. Moore, ein etwas lässigerer Bond. Er ist nicht bei weitem nicht so ein Raubmann wie Connery in den früheren Bonds war. Er ist wirklich eigentlich immer so ein bisschen der Lässige, der Ladiesman, der richtige Gentleman. Immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Immer recht lässig in seiner Art, wie er rüberkommt. Und auch mal ein bisschen weg von diesem rein ernsten Agentenabenteuer, ein bisschen hin mehr zu Lebemann-Stil, mal ein bisschen lockerer, ein bisschen humorvoller und so weiter und so fort. Und deswegen, ich mag Moore als Bond auch sehr gerne. Die Filme hatten alle, ob sie jetzt immer wirklich gut waren oder nicht so gut, mit ihm auch einen gewissen Unterhaltungswert. Und von daher ein bisschen Stil und Tonwechsel, aber das passt wunderbar auch in das Ganze rein. Gerade wenn wir bedenken, dass über Gadgets und manchmal wirklich obskure Weltherrschaftsplots, dass das Ganze noch mehr das betont, das Lockere, das Coole. Das passt auch wunderbar. Ne? Und wir haben auch nicht mehr dieses Ernst mit dieser Verbrecherorganisation Spectre, sondern immer wieder irgendwelche anderen Leute, die böse Dinge planen. Von daher Moore, die Art, wie Moore den Bond verkörpert und wie der Bond geschrieben ist, wunderbar. Deswegen, Moore hat auch als Bond immer eine gute Figur gemacht, so natürlich auch hier in Live and Let Die. Ja, gehen wir mal die Bond-Formel so ein bisschen durch. Was haben wir denn als Titelsong? Von Paul McCartney und den Wings, Live and Let Die, sehr rockiges Stück. Auch an sich wirklich cool, eingängig, bleibt in den Ohren. Auch hier bewusst wieder so ein bisschen weg von diesem etwas, klassischeren Opening-Themes, die wir vorher oft hatten. Muss sagen, das Stück hat so ein paar Momente, wo ich mir auch denke, okay, das passt jetzt nicht ganz so rein. Andererseits waren es die 70er und es waren die Wings und Paul McCartney. Naja,
erklärt sich von selbst, wer die Wings kennt, der weiß, dass, was da mit den etwas komischeren Momenten wahrscheinlich gemeint ist. Naja, die Opening-Sequenz, auch immer ein Trademark von einem guten Bond-Film. Hier schwebt es zwischen wirklich cool gemacht, mit den ganzen Umschweifungen mit den Händen und den Damen, die dann da tanzen und so. Das gefiel eigentlich recht gut, das ist auch recht schön gemacht. Immer wenn dann diese starrenden Augen, was wohl auf Voodoo hindeuten soll, was ja hier auch eine Rolle spielt. Und dann auf einmal, boom, oh, Totenschädel. Es sieht dann eher trashig aus. Passt vielleicht auch ein bisschen zu einem Grundton, den einige Sachen ansprechen hier. Komme ich aber gleich noch zu. Ja, ganz wichtig immer der Fiesling. Hier Mr. Big, bzw. Kananga. Jafet Koto, hervorragend in der Rolle. Ist vielleicht nicht der markanteste Bond-Bösewicht, aber ja, wie würde man das am besten schreiben? Kananga hat so eine gewisse Arten an sich. Er wirkt einer, also gerade als Kananga, er wirkt halt nicht so wie, blöd gesagt, dieser klassische Ghetto-Typ. Ist er ja auch eigentlich gar nicht, aber ne, klar, da mit Drogenkartell und so weiter und so fort. Hat er natürlich auch, gibt es natürlich auch viel diesen klassischen Straßendealer, so ein bisschen das Bumm. Das, als Mr. Big verkörpert er das denn, als Kananga ist er dann doch ein bisschen ja, gereifter, ein bisschen, Koto macht das auf jeden Fall großartig und wie gesagt, irgendwo ist, hat dieser Bond-Bösewicht auch ein bisschen was, was in Erinnerung bleibt. Auch wenn er sicherlich nicht der ganz oder der größte Widersacher ist, was vielleicht auch mit den, ich sag mal, in Anführungsstrichen halbwegs schmalen Ambitionen zu tun hat. Es geht ihm halt nicht um die Weltherrschaft. Andererseits hat das dadurch auch einen gewissen Realismusfaktor, den sein Bösewicht hat. Und ja, er hat auch einen gewissen Stil. Ne? Das muss man ihm auch lassen. Und das ist wirklich cool. Und deswegen ein schöner Bond-Bösewicht. Macht Spaß, gegen ihn zu setzen auf Bond. Dadurch, dass Moore natürlich auch sehr charismatisch ist, haben wir hier eine sehr schöne Dynamik. Ja, was sonst auch nicht immer der Fall war und auch nicht immer der Fall sein wird. Von daher, Jafet Koto, definitiv 2 Daumen hoch als Bösewicht. Nicht ganz so 2 Daumen hoch kriegt Jane Seymour als Bond-Girl. Wunderhübsche Frau, gerade damals gewesen. Hat natürlich als Solitär eine interessante Beziehung zu Mr. Big bzw. Kananga. Als ja Medium die Tarotkarten legt und die deutet, hilft Bond auch durchaus mal, aber ja, sie ist nicht schlecht. Sie spielen tut sie ja sowieso gut. Der Charakter ist dann auch eher wieder so ein bisschen seichtes Love Interest. Wird wie gesagt ein bisschen durch aufgewertet, dass er halt auch eine Beziehung auch zu den Bösen vernünftig hat. Vergleichbar ist mit Pussy Galore, die ja eigentlich auch ein Handlanger von Goldfinger war. Da kann sie natürlich nicht standhalten. Und ja, sie ist wirklich eher so ein bisschen eine Eroberung, die Bond flachlegen möchte. Und ja, deswegen charakterlich hätte man sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Stärke, ein bisschen mehr Unabhängigkeit, ein bisschen mehr Toughness gewünscht. Wie gesagt, in den 70ern noch das klassische, Jane Seymour ist hübsch und wer guckt Bond-Filme, vor allem auch Männer, und was wollten Männer in den 70ern zu dem Zeitpunkt, wenn sie Jane Seymour da gesehen haben, hätten sie sicherlich kein Problem damit gehabt, sie flach zu legen. Und sie basiert auch noch ein bisschen mit darauf, auch wenn der Charakter sinnvoll eingebunden ist. Aber von daher als Bond-Girl nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Deswegen hier keine 2 Daumen hoch, aber es war schon in Ordnung. Haben wir schlechtere Bond-Girls gesehen. Ja, gadget-technisch geht es hier auch noch relativ dezent zu. Da Q einfach auch nicht so die Riesenrolle hier spielt. Was aber cool ist, definitiv sind einige der Action-Sequenzen. An sich gibt es auch gar nicht so unendlich viel Action, aber wo es denn wirklich losgeht, also der Showdown ist natürlich recht cool und ein zentrales Kernstück des Films ist natürlich diese lange, wirklich lange Motorboot-Verfolgungsjagd.
Und das ist wirklich Bond at its best. Es ist von der Action her wirklich cool. Wir haben viele humoristische Einlagen, ein paar coole Stunts. Wie gesagt, Bond als Wedding Crasher ein Stück weit, beziehungsweise die Bösewichte auch. Der Sheriff, der dann da reinkommt, der die verfolgt und da wirklich sich da verbeißt. Und das hat auch sehr viel Humor, wie das Ganze gemacht ist. Und wirklich absolut spektakuläre Sequenz, die auch heutzutage bei allen den Explosionen und Riesenrobotern, die wir jetzt leider ja meistens erwähnt kriegen, auch heute noch absolut standhält und absolut unterhält und absolut klasse ist. Das als Haupt-Action-Sequenz des Films absolut top. Wir haben natürlich auch noch eine Verfolgungsjagd dann mit dem Bus, auch sehr lustig gelöst. Aber wie gesagt, diese Verfolgungsjagd als zentrales Actionstück des Films wirklich klasse gemacht. Wie gesagt, coole Stunts, sehr humorvoll. Absolut awesome, hoher Unterhaltungswert, top. Handlanger hat Kananga natürlich auch einmal Baron Samedi. Auch toll verkörpert, ein bisschen creepy, bringt halt diesen Voodoo-Flair mit rein. Sorgt halt dafür, dass die Leute auf San Monique natürlich ein bisschen Angst haben, sich den Drogen oder den Anbaufeldern für den Mond zu nähern, weil da ja ein Fluch drüber liegt. Sinnvoll eingebunden, wirklich auch eine Figur, an die man sich erinnert, war ja auch in GoldenEye damals in dem Videospiel. Ich glaube, Kananga konnte man nicht spielen, aber Baron Samedi konnte man spielen und der war natürlich auch schon, oh Mann, der ist so groß und bla bla blub. Ne? Und deswegen definitiv eine sehr ikonische Figur, vielleicht auch ein Stück ikonischer als Kananga selbst. Und Tihi, auch natürlich sehr cool, ne? Hat mit dem Krokodil Albert gespielt, hat deswegen nur noch eine Hand und hier dann diesen komischen Kneifer. ja, definitiv auch ein ganz cooler Handlanger. Besonders schön und erwähnenswert hier natürlich die Sequenz, wo er den Bond auf der Farm rumführt, ihm noch ein bisschen was über Krokodile erzählt, ob das jetzt immer so stimmt oder nicht, sei mal hingestellt. Und so ganz lässig ihm das erzählt, ihm da von seiner Bewunderung für die Krokodile und bla bla bla. Und dann, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man ein Krokodil bekämpfen kann. Man rammt ihm Bleistift in die Augen, Bond guckt schon, hat keinen, weil er auf der Insel da mitten in dem Gehege zurückgelassen wird. Also sehr casual, sehr cool. Er lacht halt ein bisschen viel, manchmal so, deswegen heißt er wahrscheinlich auch Tihi. Aber definitiv cooler Sidekick, hat auch einen gewissen Stil, wie er mit Bond teilweise verfährt. Cool gemacht. Noch zu den Gadgets, die hat hier nicht unbedingt immer Bond, aber wir haben nur Sachen, die im Boden verschwinden und ein, zwei Kleinigkeiten, technische Spielereien haben wir ja auch eher bei den Bösen. Naja, von daher an sich super unterhaltsamer Bond-Film. Man muss das Thema auch ansprechen. Es ist Anfang der 70er war ja Blaxploitation sehr beliebt und das ist wirklich Bond meets Blaxploitation. Das ist so wie, fast schon ein bisschen hat das was von Abbott und Costello, die ja auch immer die Monster getroffen haben. Oder El Santo, der dann auch gegen irgendwelche Werwölfe, Aztekengeister und sonst was, Mumien, gekämpft hat. Wir haben hier wirklich, später sollte man ja nochmal auf Star Wars ein bisschen anspringen, da kommen wir bei Moonraker zu. Hier Blaxploitation gerade recht populär. Und ja, das ist wirklich Bond, begibt sich in die Welt der Blaxploitation. Und es ist wirklich schon, es hat diesen Blaxploitation-Flair. Wir haben natürlich eine Karibikinsel, wir haben New Orleans, das sind tolle Schauplätze, ohne Frage. Aber wie gesagt, dass Bond sich, ich sag mal, mit den ganzen farbigen Drogendealern und dem ganzen Drogenkartell und dem Voodoo-Dienst auseinandersetzt, es ist wirklich nicht komplett böse und ernst umgesetzt und wirklich bedrohlich düster, sondern es hat wirklich diesen Blaxploitation-Flair mit, ich sag mal, übertrieben Afros und überall farbige Gesichter und so weiter und so fort. Das ist nicht schlimm. Wie gesagt, wer jetzt böse sein möchte, der könnte da wieder Rassismus rein interpretieren. Ist eine andere Zeit gewesen. Man könnte auch kritisieren, wie Bond mit Frauen umgeht, gerade der Connery-Bond. Lassen wir das Thema einfach. Und beschränken uns jetzt hier mal die Kritik darauf. Es ist wirklich sehr viel Blaxploitation reingemischt worden, was
A, eigentlich in einem Bond-Film wenig verloren hat, was auch von der Art des Films, Blaxploitation-Filme können definitiv cool sein, gibt auch einige sehr coole, schärft allen voran natürlich. Ja, es passt nicht so hundertprozentig zu Bond und Blaxploitation ist ja auch in Anführungsstrichen ein wirklich schwarzes Kino gewesen. Es wird hier ein bisschen ad absurdum geführt, dass man quasi sich dieser Popularität des Ganzen jetzt auch bedienen wollte und das Ganze dann ein bisschen instrumentalisiert, um Bond vielleicht auch wieder hip, cool dastehen zu lassen. Naja, wie gesagt, Bond meets Blaxploitation ein Stück weit. Naja, deswegen, das verleiht dem Film natürlich auch so ein bisschen trashigen Charme. Aber wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht stundenlang drüber diskutieren. Live and Let Die, insgesamt sehr cooler Bond-Film, auch wieder ein Schritt nach vorne von Diamantenfieber. Moore wirkt in der Rolle schon ganz gut, wird natürlich später auch noch besser, wenn er sich ein bisschen in die Rolle eingelegt hat, noch mehr seinen eigenen Stil gefunden hat, aber als Einstandsfilm absolut cool, absolut unterhaltsam, wie gesagt, gute Bösewichte, und eine wirklich im Kern stehende tolle Actionsequenz, die auch dementsprechend lange dauert und wirklich das verkörpert, was Bond-Action verkörpern sollte. Sorgen dafür, wie gesagt, absolut unterhaltsamer Film, definitiv ein cooler Bond, nicht einer der besten, nicht der größte Klassiker, aber ich denke mal auch oft, vielleicht auch ein unterschätzter Film. Und natürlich Jafet Kotos Abgang am Ende, der ist legendär. Plopp, sag ich mal, dreist. Naja, egal, wenn ihr mehr von diesen Reviews wollt, liked das Video, teilt es, abonniert gerne auch meinen Kanal und schaut in die anderen Videos und Reviews rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, genauso wie ich mich darüber freuen würde, wenn ich euch das nächste Mal hier wieder begrüßen kann. Also, dann macht's gut.